Also dann wollen wir doch mal weitermachen. Und schauen wir doch nochmal, wo der Turm jetzt ist. So, was sagt die Weltkarte hier? Die sagt gar nichts. Das ist nämlich die von Motavia. Ja, kann ja eigentlich nicht so schwer sein, das zu finden. Ich glaube, das war in der Nähe von diesem verlassenen Dorf hier gewesen. Also verlassen, dort wo die ganzen Müllhaufen und alles waren. Oh, ach ja, genau, hat er nicht mehr viel Erfahrung gebraucht. Naja. So, jetzt sind wir, denke ich, langsam in der Nähe. Aha, das sieht doch schon mal nach einem Turm aus. Ja, dann können wir hier auf jeden Fall nochmal einen Temp-Save machen. Auch wenn jetzt die Reise nicht so lang war. Aha. So, jetzt sind wir natürlich, wie schon gesagt, eben in diesen verlassenen Turm. Forgotten Tower, oder wie war's? Ja, vergessener Turm, wie auch immer. Ja. Und die sind vom Aufbau her dann, sagen wir mal, schon ein bisschen komplexer. Das ist, denke ich, noch ein etwas simplerer von denen. Aber wie man sieht hier, wir fangen unten an. Und wenn man sich jetzt die Karte ein bisschen genauer anschaut, also der erste Raum sieht jetzt nicht so extrem kompliziert aus, aber man sieht schon mal, es gibt drei verschiedene Wege, auf denen man nach oben gehen kann. Und praktisch führen alle, außer Nummer 3, wenn man so will, eigentlich in mehr oder weniger Sackgassen, wo man dann einfach wieder nach unten fällt. Man kann manchmal noch ein paar Stockwerke hochgehen, dann fällt man wieder runter. Aber ich habe mir das jetzt vorhin sozusagen in der Pause nochmal ein bisschen angeschaut. Im Prinzip müssten wir jetzt hier einfach zu Treppe Nummer 3 gehen. Und die allermeisten Truhen hier sind, denke ich, jetzt auch nichts Besonderes. Also die eine, die jetzt hier ganz am Anfang liegt, wir biegen jetzt am Anfang rechts ab und dann gehen wir halt mal links rüber. Da ist eine Truhe, die nehmen wir mit. Aber fast alles andere werden wir einfach liegen lassen, weil... Ja, was bringt das uns jetzt, wenn wir nochmal einen Burger oder 100 Meseta da mitnehmen? Ja, und dafür ewig kämpfen müssen. Also von daher würde ich mal sagen, gehen wir da einfach mal nochmal durch. Also unser Ziel wäre jetzt, zur Nummer 3 zu gehen. Und hier haben wir halt eine verschlossene Tür. Ach, man kann auch so, ohne auf Next zu gehen, einfach links und rechts drücken. Das wusste ich auch gar nicht. Oder nicht mehr. So, hier gibt es jetzt mal irgendeinen Gegenstand. Das machen, nehmen wir halt mal noch mit, weil es direkt hier auf dem Weg liegt. Ja, 20 Meseta, also wie schon gesagt, solche Sachen halt. Gegen Vampire habe ich nichts einzuwenden, die können wir auch einfach besiegen hier. Außer dass sie immer diese Flashes geben, die wir nicht brauchen. Na gut, wir haben auch noch ein bisschen Platz im Inventar, da geht's schon. Das Geld nehmen wir natürlich trotzdem noch gern mit. Da
Das ist auf jeden Fall immer noch gut. So, wie schon gesagt, jetzt hier rum. Und jetzt geht's auf den langen Weg Richtung Norden, wobei müsste man erstmal auf den Kompass schauen, ob das jetzt direkt so genau ausgedreht ist. Die Karte ist eigentlich auch egal. Und wie man vielleicht hört, auch eine andere Musik als in den normalen Dungeons. Und das ist definitiv auch einer meiner, sag mal, Lieblingsstücke eigentlich von diesem Spiel hier, die Turmmusik. Ist, glaube ich, auch bei Phantasy Star Online Episode 2 in diesem komischen Raumschiff teilweise mit integriert, diese Musik. Die klang aber, also das war auch einer von diesen Musikstücken, wo ich fand, die doch schon auch ein Ticken besser noch klangen mit dem originalen Sound, den FM Soundchip der japanischen Version. Genauso wie, ich denke, die Dungeon-Musik war auch gut und die Opening-Musik, wobei einige andere Titel fand ich dann, waren teilweise fast so ein bisschen zu lang, weil ich natürlich, wenn man so will, objektiv von der Qualität her natürlich schon besser. Aber einige dieser Oberland-Themen hier, die waren dann wirklich nicht so, sagen wir mal, extrem berauschend. Da sind dann hier die etwas intensiveren Töne hin und wieder doch schon mal zu bevorzugen. Also bei einem perfekten Spiel müsste man sich natürlich aussuchen können, welches Musikstück man von welcher sozusagen Konstellation da am liebsten gerne haben würde, anstatt es einfach nur komplett umstellen zu können, aber na gut. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben. So. Jetzt sind wir auf Ebene 2. Und da sehen wir schon, die hatten ein relativ ähnliches Layout. Wir sind bei 3 rausgekommen. Genau. Und wollen jetzt eigentlich zur Nummer 5. Das heißt einfach nur geradeaus. Hier geht es links ab. Und das sieht man schon, wenn man zum Beispiel nach unten geht, da ist dann wieder ein Loch, wo man einfach durchfallen würde, wenn man da halt sozusagen dort im Kreis dort rumläuft. Und wir haben nochmal einen neuen Gegner, Androkop. Okay. Ja, nimmt ein bisschen Schaden, haben auch ein bisschen mehr HP hier. Ja, die kriegen wir auf jeden Fall runter. Okay, geben wir ein bisschen mehr Erfahrung. Auch gar nicht so viel Geld, also da waren die Sandwürmer ergiebiger. Hier biegen wir jetzt einmal ab und folgen jetzt dem Weg zu Nummer 5. Zack. So, nächste Ebene. Und bei Nummer 5, wo wollen wir jetzt hin? Wir müssen, zur Nummer 7 ist auch das Einzige, wo es jetzt noch hingeht, ohne dass man wieder runterfällt, wie man sieht. Da ist natürlich dann daneben auch wieder ein Loch und wie das alles so ist. Also gut, geradeaus. Hier müssen wir logischerweise abbiegen, weil es geradeaus dann nicht weitergeht. Dann nehmen wir die nächste nach links. Auf der anderen Seite ist nur eine Falle. Okay.
Machen wir mal weg das ganze Zeug hier. Also die nächste links nach wie vor. Wieder links. Was ist denn da oben? Das ist ein Raum oder da ist gar nichts drin. Aber wir gehen einfach mal rein. Was ist denn in den Raum hier? Wenn du planst, zurück zu gehen, jetzt ist die Zeit da gekommen zu gehen, okay. Nö, wir machen das ja schon. Und jetzt an dieser Kreuzung einmal rechts gedreht und hier rauf, Nummer 7. So, wie sieht das denn jetzt aus? Ja, wie wir sehen, im Prinzip geht es eigentlich relativ nur noch geradeaus. Wir können eigentlich jetzt hier nicht runterfallen. Ja, und auf der anderen Seite hätte es jetzt noch irgendeine Truhe gegeben, wo vielleicht nochmal irgendwie Geld oder irgendein Burger drin liegt. Ja, das ist uns erstmal egal. Wir wollen hier weitergehen. Ja, und folgen einfach im Prinzip diesen Weg. Ignorieren die Fallen. Und ja, gehen einfach zur Nummer 8. Wen haben wir denn hier? Marauder. Also Marauder im Englischen, aber. Die machen Thunder. Das ist natürlich unangenehm. Machen die immer Thunder? Oft genug, scheinbar. Also den einen besiegen wir mal, aber 30 Erfahrung, das ist ja enttäuschend. Das ist auch enttäuschend. Also kein Grund, sich mit denen anzulegen, aber das bringt wirklich nichts. Gut. Ja, also dann erstmal nur geradeaus momentan. Und hier fliehen wir jetzt natürlich, also hoffen wir, dass er nicht als allererstes angreift. Das bringt es ja nun wirklich nicht. Und dann ein Owlbear, der natürlich immerhin 7 Schaden macht. Sobald die erste Abzweigung kommt, müssten wir links weg. Halt, hier lang. Nein, die wollen wir nicht. Was haben wir denn hier? Werbets? Ah, die haben wir schon lange nicht mehr. Naja, weg mit denen. Immer noch ganz schön Geld, die Jungs. Also, ja, jetzt auch natürlich noch hoch. Das bringt uns jetzt tatsächlich auch zur obersten Ebene. Wie man schon sieht, da gibt es jetzt auch nicht besonders viel, was es dort noch zu tun gibt. Einfach nur den Weg folgen. Ja, weil es direkt auf dem Weg liegt, holen wir uns auch die eine Truhe wegen mir noch. Aber das war's dann auch. Und sind froh, wenn wir dann hier durch sind. Also, wie schon gesagt, das ist jetzt noch nicht der schlimmste Turm hier. Weil, wie man sieht, jetzt kommen ja schon irgendwelche grünen Drachen und ähnliches.
Ja, weit denke ich auch noch nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir uns das antun wollen. Ja, da haben wir jede Menge Türen auf dem Weg. Also mit denen wollen wir definitiv nichts zu tun haben. Es hat sich, denke ich, auf jeden Fall gelohnt, diesen Zauberstab hier zweimal zu kaufen. Einmal als Ausrüstung und einmal als benutzbaren Gegenstand. Ist auch schön, dass alle den benutzen können. Wird halt einmal rundherum gereicht, sozusagen. Stalker, okay. Dann haben wir steigere Skelette, oder wie? Ja, aber wenigstens nicht so viel HP. Halt zwar auch ein bisschen was aus, aber das geht schon. Und wenn sie nur normal angreifen, dann sind sie auch relativ ungefährlich, also von daher. Ja, also das sind mal so angenehme, mittelmäßige Gegner. Gegen die kann man ruhig kämpfen. Das waren, denke ich, die mit dem Feuerball, aber einer allein. Ich weiß nicht, ob denen ihre Kisten immer explodiert sind oder ob die uns immer diese nervigen Flashes gegeben haben, die wir eben ja nicht mehr brauchen. Und naja, weil es wie schon gesagt direkt da ist, holen wir uns halt nochmal einen Gegenstand hier mit. Und ja, hurra, einen Burger. Da sind mal relativ viele von denen, naja. Achso, das sind jetzt auch schon die etwas steigeren, oder? Waren das bei uns auch schon die Sphinx? Ist mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen. Aber das heißt natürlich der andere Vorteil, dass sie nicht Feuerball zaubern können. Nein, wollen wir nicht öffnen. Du kannst auch nochmal einen Heilzauber raushauen, das ist jetzt nicht so schlimm. Den Bosskampf muss er ja schon mal nicht alleine bestreiten, von daher haben wir da kein Problem damit, wenn er nicht so extrem viel MP mehr übrig hat. Ah, mal fast alles aufgeräumt mit diesem Lasergun-Angriff hier. So, jetzt müsste ja gleich nochmal eine Tür kommen. Ja, wie schon gesagt, also diese letzte Etage ist sicherlich nichts, was einen jetzt in dem Sinne verwirrt, aber natürlich aufgrund der Länge dann unter Umständen ein wenig zermürbend. Also ich meine, man kann natürlich auch versuchen, normal vor den Gegnern zu fliehen. Bloß also je stärker halt die Encounter werden, desto geringer wird halt die Chance, dass es klappt. Bei den leichten Gegnern am Anfang des Spiels haben wir ja gesehen, klappt es eigentlich fast immer. Also eigentlich noch eine relativ nette Sache. Wobei es ja am Anfang des Spiels natürlich teilweise auch notwendig ist zu rennen, wenn halt gleich zwei Skorpione oder so kommen. Wenn Alice Level 1 oder 2 ist, hat man halt auch einfach keine Chance.
Und weiter geht's, das Geschlängel. Nochmal ein grüner Drache. Ja, muss jetzt denke ich nicht sein. Aber das andere ist, man könnte natürlich theoretisch auch mit Alice diesen Bei-Zauber benutzen. Bloß zum einen ist das natürlich, muss man natürlich warten, bis explizit sie dran ist. Und ja, wie schon gesagt, natürlich brauchen wir auch Magiepunkte, also. Zwar, ich glaube auch nur zwei, aber so extrem viele Magiepunkte hat sie ja nicht. Und dass man am Ende vielleicht noch den Fliegenzauber übrig hat, wenn man mit so einem Turm fertig ist, ist ja vielleicht auch nicht ganz schlecht. Von daher, ich meine, zum Heilen brauchen wir sie nicht unbedingt hier. Also, wenn vielleicht vor dem Bosskampf, im Bosskampf selber, macht es wahrscheinlich eher nicht Sinn, sich für 20 HP hier noch zu heilen. Okay, steigt sogar nochmal auf hier. Achso, die wollten wir ja nicht mehr öffnen, na gut. Na gut, und weil wir es gerade gesagt haben. ...200 HP. Sie kann eigentlich Noah nochmal normal heilen. Er ist auf Maximum. Odin auch. Und dann legen wir hier natürlich nochmal so einen Temp-Save an. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, was uns hier erwartet. Ein roter Drache. Na, so besonders viel Angst haben wir vor denen jetzt nicht. Den haben wir ja schon auf jeden Fall schon mal besiegt. Also man könnte sich jetzt mal überlegen. Miau macht ja selbst eigentlich fast am meisten Schaden. Sie kann mal ihre eigene Angriffskraft erhöhen. Und er macht einfach mal Wind hier. Okay, Alice hat gar nicht getroffen. Na gut. Ja, 12 Schaden, was wir hier nehmen. Ja, 50 Angriff hier. Also da können wir einfach nochmal draufschlagen. Und ein Laconian Sword. Das ist doch mal was. Das heißt, ja, das ist jetzt natürlich praktisch so gesehen die stärkste Waffe, die Alice ausrüsten kann. So, 95 hatte sie. Und jetzt hat sie 109, also nochmal 15 mehr. Es gibt noch eine stärkere Waffe im Spiel, aber die kann nur Odin ausrüsten. Also er könnte auch dieses Schwert ausrüsten, aber wir sind mit seiner Lasergun, denke ich mal, noch ganz gut dran. Von daher bleiben wir mal dabei. Okay. Du kannst auch Exit, oder? Ja. Ja, er kann Exit, Alice kann fliegen. Also ab damit. Was sagt denn die Erfahrung? Ja, sie ist ja gerade erst aufgestiegen. Miau, braucht nicht mehr so viel. Und Noah auch nicht, ja. Also sie hat jetzt Level 23, ja. Also ich sag mal, das ist schon so ganz gut. Er hat noch Level 19. Ich, wie schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, auf Level 20 könnte er noch einen Zauber lernen.
Das müsste man sich dann halt nochmal ansehen. Okay, aber lassen wir uns erstmal voll heilen. Ja, haben wir doch das stärkste Schwert für Alice nochmal gefunden. Und halt auch unseren ersten Turm abgeschlossen. Wie schon gesagt, das war jetzt sicherlich nicht der komplizierteste. Halt, zu schnell geklickt. So. Na da, dann würde ich ja mal sagen, wir haben uns auf jeden Fall verdient, hier nochmal einen Main-Save anzulegen. Ja. Und das war jetzt auch schon dieser vergessene Turm hier gewesen. Und ja, jetzt wäre so ein bisschen die Frage, wir hätten dann als nächstes nochmal vor, im Prinzip müssten wir uns natürlich dann so langsam mal auf diesen Eisplaneten begeben. Jetzt wäre eine Sache, die noch zu tun wäre. Ja, ja, praktisch müssten wir eigentlich nochmal ein bisschen Kleingeld sammeln. Wir könnten jetzt gegen diese Werbats oder gegen diese Fischmänner kämpfen. Aber ich denke, wir hatten schon gesehen, dass ich dort am besten wahrscheinlich, ich sag mal, diese Sandwürmer dort geeignet haben. Das ist halt jetzt die Frage, ob wir das jetzt sofort gleich noch mitmachen wollen. Wir fliegen auf jeden Fall schon mal nach Motavia, das kann auf jeden Fall nichts schaden. Aber wie schon gesagt, ich denke, da geht es einfach um einen Ticken schneller, als wenn wir jetzt hier versuchen, diese Werbets oder so zu finden und dann kommt jedes zweite Mal irgendwelche Owlbears und was weiß ich was noch oder Winged Eyes, die uns zwar irgendwie noch Schaden zufügen, aber praktisch kein Geld mehr geben. Von daher bin ich da dann doch eher ein Freund des Sandwurms. Gab es ja eigentlich auch eine Kirche? Genau, dann nehmen wir doch einfach mal die hier. Falls wir nochmal wegfliegen müssten, hätten wir da sozusagen dann die Chance, dass wir dann gleich hier landen, anstatt halt sozusagen an dieser anderen Stelle dort unten. Wieder in Gothic, da müssten wir erst wieder herlaufen, das bringt uns ja dann auch nicht viel. Tja. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir uns noch so ein paar Gegner vor hier. Ich kann die Sache mal wieder mittig platzieren. Dungeon-mäßig sind wir erstmal soweit durch für diese Session auf jeden Fall. Ja, es sieht doch schon noch ein bisschen anders aus. Ist halt auch mal schön für die damalige Zeit, dass tatsächlich die verschiedenen Waffen dann hier auch im Kampf sozusagen mit verschiedenen Animationen dargestellt werden. Das sah jetzt natürlich schon ein bisschen dicker aus, dieses Laconian Sword. Wir haben gleich 11 Schaden, na, ist auch mal was. Hab ich schon gesagt, diese alte Philosophie irgendwie, wer viel HP hat, darf auch viel verlieren. Also ganz so mit meinem Restwert bin ich mir jetzt da doch nicht mehr sicher, weil dann dürfte es ja dann später auch nicht so hoch ausschlagen. Vielleicht gibt es da wirklich dann, wenn man über einen gewissen Defense-Value gegenüber des gegnerischen Angriffswert drüber liegt, dass er dann, was weiß ich, am Ende sagt, okay, dann maximal 10% der HP-Schaden oder sowas.
Was natürlich heißt, dass über der Zeit bei schwächeren Gegnern der Schaden immer mehr zunimmt. Es waren jetzt mal glatte 60 hier. Jetzt machst du auf jeden Fall wieder am meisten Schaden, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, jetzt einfach noch ein bisschen ruhiges Würmer besiegen hier am Ende. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt hier komplett voll durchziehen, aber ja, mal schauen, wie es sich so ergibt. Ja, bei 3 kann man schon mal einen so einen Thunder reinhauen hier. Ja, nur einer. Das ist natürlich wenig. Wie schon gesagt, ein, zwei Level-Ups gab es ja, die relativ nah, sagen wir mal, noch lagen. Ja, mehr Sandwürmer. Aber wie schon gesagt, die kommen ja hier auch relativ mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es die sind. Das macht dann von daher schon Sinn hier. Ja, das zieht auch mal ganz schön ab hier. Also man braucht es natürlich nicht unbedingt, um die jetzt zu besiegen, aber bei so einer Dreiergruppe hier mal reinzuhauen, das ist schon gar nicht so schlecht. So, was sagt denn der Geldbetrag? Auch schon bei 9000. Nö, also dann machen wir das auf jeden Fall noch voll hier. Ich hatte jetzt so ungefähr so um die, ja, weiß nicht, 14, 15.000, irgend sowas in der Art. Dann machen wir 15, das ist eine relativ runde Zahl. Oder halbrunde, wenn man will. Okay, hat sie den einen schon weggehauen, bevor sie überhaupt die Lasergun dran war. Also natürlich ein bisschen Schaden verschenkt, aber das ist jetzt auch egal.
Es läuft ja wirklich sehr rund hier bei den Würmern, von daher. Und das ist halt auch wirklich so eine Sache, die ich meinte, also wenn man da an manche andere dieser alten Spiele denken, muss man wirklich mal bedenken, wie alt das hier ja schon ist. Also viel mehr Konsolen-RPGs, die vorher kamen, gab es ja gar nicht. Im Prinzip zweimal Dragon Quest 1 und 2. Und ja, wie schon gesagt, kurz zuvor Final Fantasy, wobei man das ja nicht, jetzt nicht in dem Sinne dann als direkten Beeinflussung oder so sehen kann. Und bei allen drei Spielen würde ich sagen, dass das Grinden auf jeden Fall anstrengender oder intensiver war, als was man hier bei diesem Spiel machen muss. Von daher ist das eigentlich schon mal recht interessant, ja, dass das so war zu der Zeit. Also ich meine, Dragon Quest 1 ist ja, wenn man so will, eigentlich fast ausschließliches Grinden. Und ja, den zweiten Teil hatte ich jetzt noch nie so weit gespielt, den spiele ich sozusagen jetzt alleine für mich momentan. Bin ja noch nicht besonders weit, habe jetzt gerade erst alle drei Charaktere sozusagen erstmal freigeschaltet. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo man als nächstes noch hingehen kann. Bis dahin, also ich sag mal, bis man so den ersten, Zusatzcharakter, diesen zweiten Prinzen dort bekommt, in diese erste Höhle und alles dort rein. Also das muss ich sagen, ging eigentlich alles sehr flott. Klar, ganz am Anfang des Spiels muss man erstmal ein paar Gegner besiegen, wenn man rausgeht. Das ist ja immer normal. Aber von da ab ging das eigentlich erstmal recht flüssig. Also nicht so extrem wie beim ersten Teil. Und jetzt gab es natürlich in dieser einen Stadt hier relativ teure Ausrüstung für den Helden. Und ja, die haben wir uns natürlich sozusagen mal mit gekrallt. Und da muss man schon sagen, also das war jetzt sozusagen die erste echte Grind-Session, weil man dann halt diese Prinzessin hat, die auf Level 1 anfängt und halt braucht natürlich auch mit Abstand am meisten Erfahrungspunkten von allen. Also levelt die dann gar nicht so schnell erstmal auf. Also klar, Level 2, 3, 4 geht ja noch recht schnell, aber danach wird es tatsächlich nochmal langsamer. So einen Kampfzauber kann er ja nicht mehr gelernt haben. Die Liste war ja voll. Rise. Ja, das klingt ja fast wie ein Wiederbelebungszauber. Na, was er alles so kann. War ich mir auch gar nicht mehr so bewusst, dass es das überhaupt gab. Aber na gut. Kann halt nicht im Kampf gezaubert werden, aber wenn er vielleicht sowieso nur mit 1 HP oder so wieder belebt, dann ist das ja meistens auch nicht so extrem nützlich. Ja, aber so eine Wiederbelebungssache, das kann sich schon mal lohnen. Ich meine, viel weniger Erfahrung geben die auch nicht, aber halt. Geld ist halt nicht so besonders bei denen. Na gut. So, guten alten Sandwürmer hier wieder her. Genau, da stimmt auch die Geldeinkommen dann hier wieder. Thank you.
Naja, aber wie schon gesagt, auf jeden Fall sind wir dann auch irgendwann froh, wenn wir mit dieser Wüstensache hier durch sind. Und dann natürlich ab der nächsten, also das müsste dann eigentlich morgen sein, wenn nichts dazwischen kommt, geht's dann natürlich in diesen Eisland, wenn man so will, weiter. Ja, da haben wir, wie schon gesagt, außer dieser ersten Stadt und den kleinen Tunnel, die dorthin führt, noch nicht viel davon gesehen. Und ja, da gibt's auf jeden Fall auch noch einige Sachen zu tun. Kann man sich ja denken, dass diese ganzen starken Gegenstände natürlich ein bisschen verteilt sind. Und das werden jetzt, sagen wir mal, nicht auch nur noch ausschließlich solche Quests für die starken Gegenstände sein, sondern ein, zwei andere Sachen werden wir auch noch tun müssen. Aber das müssen wir jetzt ja noch nicht verraten. Wie schon gesagt, ganz genau im Detail kann ich mich da an viele Sachen auch nicht mehr so genau erinnern. Da kam ja auch dazu, musste ich ja zugeben, damals noch zu der Zeit, ist ja auch schon ein ganzes Stückchen her, als ich das gespielt habe, dann damals auch viel noch mit so einem Guide nebenbei das mal so durchgelesen. Da hat man ja jetzt auch nicht unbedingt immer mit jedem NPC geredet und eigentlich mal so drauf geachtet, wie ich es jetzt dieses Mal eigentlich gemacht habe. Und zwar hat man da so grob mal reingeschaut, was so kommt, aber jetzt natürlich schon was anderes, dass man mit denen allen redet und da kann man eigentlich schon größtenteils herausfinden, was es so im Großen und Ganzen als nächstes zu tun gibt. Ja, also das war schon so gedacht. Ja, gesagt, das war hauptsächlich halt eben diese Karten für diese Dungeons. Wenn ich es allein spielen würde, ich denke, ich würde mir schon zutrauen, mich da allein durchzukämpfen, also ohne jetzt dieses Kartenmaterial, aber wie gesagt, zum Zuschauen ist das dann sicherlich doch sehr erschwerend, wenn man da dann ewig in solchen Türmen vor allen Dingen und ähnliches rumsausen. Und natürlich auch nicht wirklich nachvollziehbar, also dann wäre jetzt die Frage, müsste man sich sogar vielleicht noch mit Kamera hersetzen und dann wirklich live anfangen zu malen. Aber das dauert halt seine Zeit. Also habe ich zum Beispiel bei Dragon Quest 1 gemacht. Gut, da hat es auch noch ein bisschen Sinn gemacht, weil man durch dieses Kerzenlicht oder Fackellicht, was man dort dann benutzen musste, natürlich auch sehr wenig gesehen hat. Jetzt bei 2 haben sie das ja rausgenommen. Eigentlich eine interessante Änderung, wenn man so will. Aber nun gut. So, hatte seinen Level auch. Jetzt weiß ich gar nicht, war er jetzt schon der dritte, der aufgelevelt ist? Kann sein. So, halte ich mal selber. Na, da sind wir ja fast da. Machen wir 15.000 voll und dann legen wir sozusagen ab, beziehungsweise gehen wir einfach nochmal hier in die Stadt zurück. Und ja, lass uns nochmal voll heilen und dann beim nächsten Mal fliegen wir praktisch weiter. Jeder Schritt ein Wurf. So kann das doch mal gehen. So, wie weit waren wir jetzt? Wir haben bei 13.000 noch was. Ein bisschen brauchen wir wahrscheinlich noch. Ja. Also 14.000 kann man jetzt fast sagen. Vielleicht noch so um die 8, 9 Würmer. Mal gerne mal einen Dreierpack hier.
So. Na gut, und die kommen natürlich auch nochmal dazwischen hier. Na, aber schon schön mit diesem Lakonien-Schwert hier. Macht auf jeden Fall schönen Schaden. Das werden wir natürlich brauchen. Also ist natürlich auch äußerst praktisch, wenn dann halt doch diese stärkeren Gegner kommen. Da hat man ja schon gesehen, dass dort der Schaden ein bisschen abgenommen hat. Und Miau, die ja dann eigentlich ja doch eher als Heilerin gedacht ist, war halt schon so eine Sache, wenn die halt am meisten Schaden macht, dann ja, wissen wir natürlich schon, dass für die anderen Charaktere da noch mehr rauszuholen ist. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie schon gesagt, mit der Lasergun, wenn es nur ein einzelner Gegner ist, ist halt, lohnt sie sich meistens nicht unbedingt, aber man hat halt auch gesehen, einige Gegner haben halt schon sehr viel Verteidigung und da einfach immer garantiert die 20 wegzunehmen, ist auch mal nicht das Allerschlechteste. So, jetzt vielleicht nochmal 3 solche Würmer und das müsste auf jeden Fall reichen. Falls wir überhaupt noch so viel brauchen. Das ist nur ein Wurm. Na gut, ein bisschen Geld brauchen wir auch noch, um uns selber wieder hochzuheilen. Also nicht so viel, aber ein bisschen. Und da sind sie doch, unsere 3 Freunde. Und erledigt. Aber wenn das keine 15.000 sind, dann weiß ich auch nicht. Genau. So, was sagen denn die neuen Erfahrungspunkte? Alice hat ja noch ein bisschen was gefehlt. Genau, 1300, sie war ja über 2000, okay. Ja, also jetzt brauchen schon alle ein bisschen was. Also wie man sieht, die letzten Levels ziehen sich dann doch ein bisschen. Also wie schon gesagt, das waren jetzt natürlich ja auch hauptsächlich Gegner ausgesucht, die uns halt schön viel Geld geben und relativ leicht halt zu besiegen sind. Da kann man sich sicherlich auch noch andere hernehmen, die dann doch noch ein bisschen erfahrungsintensiver sind und halt hoffentlich nicht zu schwer. Und natürlich gleichzeitig sollten sie halt schon auch gleich in etwas größerer Anzahl erscheinen, weil wenn man halt immer nur einen Gegner besiegt, also da muss schon verdammt viel dann geben, damit er sozusagen damit mithalten kann, was jetzt hier eben zum Beispiel diese 3 Würmer geben, ja, 60 Erfahrung, also einen einzelnen Gegner zu finden, der mehr gibt, das war schon mal gar nicht so einfach, selbst die Drachen haben mir denke ich nur 65 oder irgendwie sowas gegeben, also von daher ist das schon ziemlich stark, was wir hier so haben. Ja, aber jetzt auch irgendwas, was wir unbedingt wegschmeißen wollen. Das kann weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier keinen Second-Hand-Shop gab, aber ich denke wahrscheinlich auf die Soris müsste es irgendwo sowas geben. Da können wir nochmal diesen Lightsaber verkaufen. Ein bisschen was hat der ja doch gekostet. Na gut, auf jeden Fall machen wir hier jetzt nochmal unseren Hauptsave. Und das ist eigentlich auch das, wo es dann praktisch beim nächsten Mal weitergeht. Da wird der Flug angetreten nach Desoris und dann schauen wir uns dort auf jeden Fall um. Also würde ich erstmal sagen, bis dann.